Hallo zusammen, Heino hier von Fotopatschul. Ich habe mir wieder was Neues geholt. Und das ist hier so eine kleine Drohne von DJI. Warum ich mir die Mini 2 geholt habe und nicht die R2S, das möchte ich hier in diesem Video erklären. Wem es interessiert, bleibt dran, wird spannend. Ja, jetzt fragt sich bestimmt der ein oder andere, warum hat er sich denn die Mini 2 geholt und nicht die R2S? Ich habe da wirklich lange überlegt. Die war sogar schon im Warenkorb bei DJI. Und dann habe ich nochmal drüber nachgedacht und bin mit denen Entschluss oder habe nachher entschieden, mir doch lieber die Mini 2 zu holen. Warum und weshalb, das gehen wir jetzt hier nach und nach durch in diesem Video, weil ich möchte euch auch mal beweisen, dass es nicht immer die beste Qualität, das beste Equipment sein muss, um hier richtig schöne Videos zu machen. Leute, und ich habe lange gewartet und habe erstmal das Release abgewartet von der DJI R2S. Hat sich alles richtig, richtig gut angehört, hat sich alles richtig gut gelesen. Muss ich auch sagen, die ist wirklich auch ihr Geld wert, so wie sie da beschrieben wird und wie sie da auch wirklich ist. Ich habe mir bloß gedacht, brauchst du das? Brauchst du die Features, die da alle drin verbaut sind? Und ich bin da, ich will jetzt nicht sagen erfahrener Drohnenpilot, aber ihr seht hier hinter mir, hier ist noch die Phantom 2. Die ist schon richtig alt, ja, die wird auch nicht verkauft, die bleibt hier als Museumstück hier in meinem Inventar, wird die bestehen bleiben. Habe mir denn die Phantom 3 geholt, die ich dann da nach kurzer Zeit auch wieder verkauft habe, weil die mir einfach viel zu groß war, viel zu sperrig. Und habe mir dann genau das Gegenteil geholt, das Gegenstück, und zwar die Spark. Mit die war ich absolut zufrieden. Das war eine Top-Drohne in kleinem Format. Ja, konnte fast genauso viel wie die Phantom. Und war ich absolut begeistert. War da auch richtig angefixt und war da auch des Öfteren draußen mit der Drohne. Hab dann aber festgestellt, dass die Drohne immer mehr im Schrank liegen blieb. Manchmal wurde sie so 2-3 Monate gar nicht benutzt. Dennoch für ein paar kleine Auftragsarbeiten, für kleine Hochzeitsvideos, kleine Fusion-Videos, die ich dann erstellt habe für die Brautpaare, weil ich bin ja nebenberuflich noch Hochzeitsfotograf, und das war für mich ein absoluter Mehrwert. Ja, die Kunden haben sich gefreut, nochmal ihre Location von oben zu sehen. Das war immer ein tolles Feature dazu, was immer richtigen Wow-Effekt nochmal geliefert hat, wenn ich da so ein Video produziert habe, was nur 5 bis 8 Minuten ging. Das war so ein kleines Fusion-Video und das ging eigentlich nur um die Highlights des ganzen Tages bei der Hochzeit, und das wurde immer richtig, richtig gut angenommen. Das fällt jetzt aber alles weg. Ja, und warum? Weil ja seit 2021 ja das neue Drohnengesetz rausgekommen ist, dass man jetzt für Auftragsarbeiten den großen Drohnenführerschein braucht. Ja, und mit gewisser Einschränkung, man kann nicht mehr überall fliegen, das wird immer schwieriger. Jetzt habe ich gehört, dass in Bayern die sogar durchsetzen möchten, dass man einfach überall eine Genehmigung braucht, wenn man fliegen möchte. Habe ich nur so gehört, also ich will jetzt da auch gar nicht, was ich hier auch alles sage, das ist meine eigene Meinung. Jeder kann da selbst seine Meinung dazu preistun und kann hier unten mal in Kommentare irgendwas schreiben. Meine Meinung ist hier, die vertrete ich hier. Ich möchte hier nur meine Erfahrungswerte hier euch wiedergeben. Und Fazit ist, die Drohne lag nachher immer bei mir mehr im Schrank, als wie sie überhaupt geflogen wurde. Dann habe ich mir gedacht, komm, bevor jetzt hier das Jahr 2021 kommt, verkaufst du die Drohne, du weißt ja gar nicht, woran du bist, vielleicht musst du noch einen extra Drohnenführerschein machen für das kleine Ding. Wollte ich alles gar nicht machen. Habe gesagt, komm, die verkaufst du, Drohne ist Geschichte. Holst du dir keine mehr, weil, wie gesagt, das wird immer schwieriger. Du kannst nirgendwo mehr fliegen, wo du möchtest, was völlig okay ist. Ja, ich finde es genauso gut, dass man da, dass es dafür Gesetze gibt, dass nicht einer Flughäfen irgendwo landen tut oder irgendwo fliegen tut. Ich finde es unglaublich, was da manchmal so in den Nachrichten oder in den Medien so erzählt oder berichtet wird. Furchtbar, was da so alles läuft, und deswegen werden die Gesetze auch immer weiter angezogen. Und ich vermute mal, dass es
Jahr 2025 kannst du kaum noch irgendwo fliegen. Ich denke mal, die Drohnenszene, das wird immer weiter runtergehen. Das können ja nur noch Leute machen, die wirklich einen Drohnenführerschein haben, die einen großen Drohnenführerschein und irgendwelche Genehmigungen haben, die du dann aber bezahlen musst. Und das für ein Hobbyfotograf, für einen Hobbyfilmer, naja, einfach nicht mehr zu stemmen und uninteressant. Ich habe den hier aufs Handy. Hier ist er. Ich habe den Drohnenführerschein gemacht, ja, weil ich mir eigentlich fast sicher war, ich hole mir da die R2S. Ja, das war eigentlich schon zu 80% sicher. Und dann habe ich gedacht, komm, du schläfst doch mal eine Nacht drüber und überlegst ganz genau, holst dir mal einen Zettel raus und setzt dir mal einfach mal eine Stunde hin und schreibst alles mal auf, was dir wichtig ist und was dir eigentlich unwichtig ist. Und dann kamen so ein paar so Sachen raus, wo ich gedacht habe, hier, musst du die unbedingt haben? Die R2S. Ja, brauchst du das überhaupt? Weil, wie gesagt, eine Tracking-Funktion hat die Spark auch gehabt. Da konntest du irgendwie dir tracken und ich weiß nicht, ob sie dir verfolgt ist, aber zumindest konntest du so abfliegen, dass sie dir immer im Fokus behalten hat. Habe ich nie gebraucht. Hat die drin gehabt. Habe ich nie gebraucht. Die hat hier auch so Drohnen, wie nennt man so Drohnenprogramme drin gehabt, wo sie die umkreist hat und hin und her. Habe ich nie gebraucht. Ja, habe ich einmal probiert, nie gebraucht. Ja, Sensoren. Hat die vorne, die Spark hat ja vorne Sensoren gehabt. Wäre gut, klar. Will ich auch gar nicht drum herum reden. Wenn wir Sensoren dran haben, ist natürlich, hast du immer eine Sicherheit, dass er nicht irgendwo in einem Baum fliegen tut. Aber hast ja die Sicherheit bei der R2S ja auch nicht, weil seitliche Sensoren gibt es da auch nicht. Und wenn ich da gerade mal so ein Programm da abspule, dass die da auch mal seitlich irgendwo umkreist, dann hast du genauso Pech. Ja, und dann fliegt die da auch im Busch oder in Bäume rein. Ja. Deswegen, das alles so was. Und du bezahlst ja auch dafür, weil du bist eigentlich Fotograf, du willst schöne Videos machen. Wichtig war für mich 4K. Wenn du zumindest mal ein Foto machen tust, hast du auch das RAW und kannst du damit richtig schön nochmal nachbearbeiten. War für mich wichtig. Und wichtig war für mich noch die Einschränkung. Wo kannst du fliegen, wo kannst du nicht fliegen? Und da kommen wir wieder zum nächsten Thema, weil die R2S kannst du nun mal nicht da fliegen, wo ich mit der Mini 2 fliegen kann. Ich kann mal über einzelne Personen drüber fliegen, was du mit der R2S nicht machen dürfst. Du musst einen gewissen Abstand zu Gebäuden oder zu Ortschaften halten. Und ich denke mal, die Sache wird immer mehr angezogen. Das wird immer mehr, ich denke mal, die Verbote werden immer straffer gezogen und du kannst irgendwann mit Genehmigung gar nicht mehr irgendwo abheben, denke ich mal. So wird es irgendwann drauf ausgehen. Ich bin so einer, der überlegt erstmal und sagt, hier, wenn du dir jetzt eine teure Drohne holst, kannst du die vielleicht irgendwo einsetzen und kannst vielleicht daraus einen Mehrwert machen. Zum Beispiel bei der Hochzeitsfotografie, du kannst damit einen schönen Hochzeitsfilm machen und kannst du ja damit dann eben ein klein bisschen mehr Geld verlangen, weil du kannst ein schönes Video davon machen, kannst du nicht mehr. Weil da brauchst du eben, wenn du Auftragsarbeiten machen tust, brauchst du eben den großen Drohnenführerschein, den ich erstmal ablehne, den zu machen, weil wie gesagt, der kostet erstmal Geld. Und zweitens bist du auch nicht mehr sicher, weil wenn ich jetzt irgendwo Hochzeitsvideos mache, dann bin ich irgendwo in Ortschaften oder irgendwo in einer Location, wo ich dann auch nicht fliegen dürfe, weil ich ja über Menschenmassen rüberfliege. Das ist mir einfach zu umständlich. Ja, deswegen habe ich gesagt, hier bei Hochzeitsvideos kommt keine Drohne mehr im Spiel, weil das ist einfach, da kannst du nicht mehr stemmen. Ja, da ist mir die Gefahr auch einfach zu groß. Man sieht es ja auch, man braucht ja heutzutage, wenn man eine Drohne fliegen möchte, braucht man gleich erstmal eine Versicherung dafür, sonst kannst du gar nicht abheben. Ja, und das ist eben alles zurzeit alles sehr, sehr schwierig, sehr schwammig auch alles. Ja, wie geht's weiter? Ja, was kann man eigentlich 2025 erwarten? Wird die Sache noch viel mehr angestraft? Wie gesagt, ich habe erst vor kurzem erst gelesen, dass in Bayern die irgendwas probieren wollen, dass du da gar nicht mehr abheben kannst, dass du einfach immer eine Genehmigung brauchst. Und glaubst mir, wenn es erstmal ein Land durchbekommt, dann ziehen die anderen alle nach. Ja, und dann kannst du dir immer überall eine Genehmigung einholen. Und als Hobbyfilmer hat sich die Sache dann ruckzuck erledigt. Ja, dann hast du dafür kein Interesse mehr und sagst dir hier, wer soll das noch stemmen, wer soll das bezahlen? Ja, hier, weil Hobby, YouTube-Videos zu machen, ja, ihr wisst, das ist ein Hobby, da gehst du erstmal nicht von aus, dass du da Geld mit verdienst. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema, YouTube.
Weil die Bildqualität, ja, die YouTube ausgeben tut, ja, da kannst du auch eine Mini 2 nehmen. Wenn ich da richtig gute Wetterverhältnisse habe, weil das sind alles schön Wetterkameras. Klar hat die, R2S einen 1 Zoll Sensor, ja, verbaut, der wahrscheinlich in Lowlight-Situationen richtig, richtig klasse Arbeit machen tut. Aber wenn ich richtig schönes Wetter habe, da liefert die Mini 2 genauso ab. Und das siehst du, also ich würde behaupten, ein Laie, der wird es auf YouTube überhaupt gar nicht sehen, mit was du da geflogen bist. Ja? Ein Profi oder ein ambitionierter Hobbyfotograf, der wird es wahrscheinlich sehen, oder Filmer, der wird es mit Sicherheit sehen, ob da wirklich schon ein Profi-Equipment am Start war oder ob das hier wirklich so eine kleine, günstige, in Anführungsstrichen, Mini 2 war. Da habe ich mir gedacht, hier, wenn du jetzt im Gegensatz zu der R2S 700 Euro sparen kannst, weil ich mal ausgerechnet habe, die aktuell kostet ja die Mini 2 559 Euro, sagen wir mal knapp gute 600 Euro. Und wenn ich mir das Kombo-Paket eben oder das komplette Paket bei der R2S hole, da bin ich dabei 1300 Euro. Ja, dann sind es eben bei mir 700 Euro, die ich da sparen kann. Ja, und der angebissene Apfel hat jetzt hier seine neuen Modelle hier released mit dem M1-Prozessor drin, und die sind natürlich für mich absolut interessant. Klar kriege ich für 600 Euro keinen angebissenen Apfel, ja, aber wie gesagt, aber ich kann das Geld nehmen und kann das für was anderes investieren, was ich vielleicht jeden Tag benutze. Mein Apple iPad, ja, mein 12,9 Zoll benutze ich jeden Tag mindestens für eine Stunde, mindestens. Und ich glaube, das reicht sogar gar nicht. Und dann investiere ich doch lieber da drin und sage, hier, ich hole mir da lieber ein schönes iPad davon. Ja, oder leg das Geld beiseite und hole mir da vielleicht irgendwann mir ein iPad, was ich jeden Tag benutze. Als wenn ich mir da eine Drohne hole, die ich da vielleicht zweimal im Monat benutze. Nur meine persönliche Meinung. Ja, ich will da auch keinen umstimmen. Wer da Drohnenpilot ist, ja, und wirklich sagt, hier, das ist mein Hobby, das ist mein Ding, Drohnen zu fliegen, der soll sich das Ding holen, ja, um Gottes Willen, ja, also da will ich gar keinen irgendwie sagen, hier, das ist eine schlechte Drohne, im Gegenteil, das ist eine super Drohne, ja, 10-Bit, ja, in D-Log, ja, das ist der Hammer, also das ist ein Traum, ja, da das Ding zu fliegen, also ich will da gar keinen schlecht machen, der sich das Ding da geholt hat, aber für mich persönlich, ja, ich bin ein wenig Flieger, ich weiß es, ich habe schon Drohnen gehabt und ich, das ist mal die Anfangszeit, fliegst ein bisschen mehr und dann wird es nachher automatisch immer weniger. Und wenn da neue Gesetze rauskommen, fliegst du vielleicht noch weniger und dann investiere ich das irgendwo anders. Ja, das Geld, wo ich da vielleicht viel mehr brauche, wo ich das viel mehr in Einsatz habe, und das ist eben vielleicht ein Apple iPad, ja, oder vielleicht ein neues MacBook, ja, oder vielleicht eine neue Kamera, ja, oder ein Objektiv. Ja, guckt, macht euch eine Strichliste und guckt, was braucht ihr, was braucht ihr nicht. Ich gehe erstmal so auf ein paar Punkte ein und dann könnt ihr ja nochmal entscheiden. Gewicht. Wir kommen zum Gewicht. 250 Gramm Abfluggewicht bei der Mini. Bei der R2S sind es 595 Gramm. Jetzt habe ich mal da ein bisschen hin und her gerechnet, habe gedacht, komm, jetzt hast du noch die Akkus dabei und das hast du hin und her. Und wenn ich jetzt wandern gehe und mache dann eine Strecke von 5 bis 10 Kilometer, und ich nehme da alles mit, was da dazugehört, eine Fernbedienung, noch die zwei Ersatzakkus hin und her, habe ich mal die Tasche mal zusammengepackt und habe sie mal auf die Waage gestellt, dann komme ich auf so 1300 Gramm. Also habe ich da alles dabei, mit der Tasche zusammen, wollte ich einfach mal aufstellen, 1300 Gramm. Man sieht ja mal, die Drohne wiegt nur 250 Gramm, aber man hat trotzdem 1300 Gramm, die man mit sich rumschleppt. Ja, und wenn ich da 5, 10 oder 15 Kilometer wandern gehe, dann machen da so ein paar Gramm schon viel aus. Jetzt rechnen wir mal zusammen, was hat es für ein Gewicht, wenn ich mir da jetzt die R2S hole, ja, und die mir in meinen Rucksack packe. Dann habe ich mal, ich habe die ja nicht da, ich habe das einfach nur mal so ein bisschen überschlagen. Ja, die Drohne wiegt ja 595 Gramm, die Akkus wiegen 186 Gramm, glaube ich. Also so ungefähr müssen sie ungefähr wiegen, also doppelt so viel wie so ein anderer Akku von der Mini 2. Und dann habe ich mal so alles mal überschlagen, die Fernbedienung ist ja dieselbe, dann komme ich so mal locker auf
1,8 bis 2 Kilo. Und das sind 700, 800 Gramm mehr wie die Mini 2. Und das finde ich schon ordentlich. Ja, 800 Gramm, das ist schon eine Flasche Wasser mit einem Riegel, noch mit einem Snack oder irgendwas, was ich da mehr mitnehmen kann, wenn ich da mir doch für die kleine Mini 2 entscheide. Ich habe es mal ein bisschen auf die Spitze getrieben und habe jetzt mal hier das Paket hier mal noch mal anders zusammengestellt, weil ihr wisst ja, ich habe ja nur viele DJI-Produkte und habe jetzt hier noch einen Gimbal drin, ja, den Pocket 2 und noch mal die Action und habe hier noch mal die Insta 360 Go 2 drin. Also ich habe jetzt hier drei Kamerasysteme, unterschiedliche Kamerasysteme, weil die kennt ihr ja wahrscheinlich schon in meine anderen Reviews, verlinke ich euch hier oben gerade mal. Vom Pocket gibt es auch genug Reviews hier schon und von der Action-Kamera auch. Das sind aber alles unterschiedliche Kameras, die man für unterschiedlichen Zweck einsetzen kann. Wie gesagt, hier liegen jetzt vier unterschiedliche Kamerasysteme plus das Kamerasystem hier noch von der Mini hier. Haben wir hier vier Kamerasysteme drin und ich habe immer noch nicht das Gewicht erreicht, was ich von so einer R2S haben würde. Ja, ich bin hier immer noch so bei 1600 Gramm, so ungefähr. Ja. Manchmal 1700, wenn ich hier noch ein paar Filter hier oben einstecke, ja, die ich hier noch immer bei habe, ja, komme ich da auf 1700 Gramm. Also immer noch weniger wie von der R2S. Und habe hier schon vier verschiedene Kamerasysteme dabei. Das sind jetzt ja keine Top-Systeme, aber ich habe hier trotzdem was dabei. Kann mir nach filmen, kann mir vloggen. Ja, und da wird es dann schon interessant. Ja, für was braucht man das? Und wenn ich wandern gehe, dann kommt hier nur die Mini 2 in Frage, weil die andere wäre für mich einfach viel zu schwer. Ja, da muss ich vielleicht einen Akku noch zu Hause lassen und vielleicht das und das noch. Und das ist dann nicht Sinn und Zweck der Sache. Dann brauche ich mir die Kamera, die Drohne zu holen, ja, wenn die doch zu Hause im Schrank liegt. Das war das Gewicht. Kameraqualität. Ganz, ganz wichtig. Ist für mich als, ich brauche immer die neuesten Produkte eigentlich. Ich bin jetzt echt überrascht, dass ich mir wirklich ein Produkt geholt habe, was eigentlich schon älter ist. Ich habe es mir geholt und wie gesagt, ich bin da überzeugt und bin da immer noch happy. Also ich habe manchmal so Phasen, habt ihr vielleicht auch mal, wo du denkst, hast du jetzt eigentlich das Richtige gemacht? Aber ich muss sagen, ich bin total happy, dass ich mir die geholt habe. Ja, und habe noch 600 Euro oder 700 Euro noch auf der Bank zu legen, die ich vielleicht irgendwas für was anderes ausgeben kann. Kommen wir jetzt aber mal zu die Qualität, zu der Bildqualität. Und da muss man fairerweise oder muss man überhaupt gar nicht diskutieren, die R2S macht da einfach einen besseren Job. Ja, 10-Bit, ein Einzell-Sensor drin, die hat Log-Fahrprofil, ja, und hat da eben Tracking-Funktion und alle so Sachen. Also da müssen wir überhaupt nicht drüber reden. Da ist der Punkt auf jeden Fall für die R2S. Ja. Also wer da wirklich auf gute Bildqualität liegt und sich vielleicht die Filme nachher später mal angucken möchte, wer da älter ist, soll sich da auf jeden Fall die R2S holen, weil die macht da bestimmt ein richtig gutes Bild. Ja, was ich gesehen habe, so im Internet, top. Ja, also da brauchen wir ja eigentlich zu diskutieren. Macht sie perfekt. Aber wie gesagt, man braucht da genauso schön Wetter. Ich sehe es ja beim Pocket, ja, wenn du da ein schönes Wetter hast, hast du so ein bisschen Licht und Schatten, dann hast du da ein ganz anderes Bild, als wenn du da so einen trüben Tag hast. Ja. Da denke mal, da kommt auch bei der R2S nicht viel raus. Ja, YouTube haben wir ja schon angesprochen. Bei YouTube siehst du eben nicht, YouTube tut es ja ein bisschen runterrendern, gibt ja auch 4K aus. Das musst du aber am YouTube ja auch, glaube ich, extra einstellen. Ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher, aber du musst es, glaube ich, sogar einstellen als YouTuber, wie du das dir ansehen möchtest. Und die wenigsten, glaube ich, haben es auf 4K gestellt. Ja, selbst ich gucke das nicht in 4K, nur mal bestimmte Videos, die dann wirklich in 4K ausgegeben werden. Ja, und da merkst du dann kaum Unterschied. Ja. Und eigentlich habe ich mir die Kamera geholt, weil ich eben jetzt gerne mal vloggen möchte, euch hier mal mitnehmen möchte, wenn ich mal auf Reisen gehe oder wenn ich mal wieder ein Vlog-Video mache. Dafür habe ich mir eigentlich nur die Drohne geholt. Gar nicht mehr so Privatzwecke. Klar, ist nochmal ein Mehrwert, wenn ich mal im Urlaub fahre und habe hier so eine kleine
Kleine Drohne noch dabei, aber eigentlich das hauptsächlich war, weil ich jetzt eigentlich ein paar Vlog-Videos machen möchte, euch da mitnehmen möchte und dann natürlich eine ganz andere Perspektive habe. Ja, das war eigentlich mein Hauptgrund. Und wie gesagt, und da wirst du das kaum sehen von der Bildqualität her. Ja. Was mir wichtig war, war RAW, dass ich da in RAW aufnehmen kann, weil wie gesagt, ich bin Fotograf und kann natürlich Bilder weitaus besser nachbearbeiten und deswegen war RAW für mich absolut wichtig. Das macht die kleine Kamera hier, die kleine Mini, und deswegen ist auch da die kleine Hubsan Zeno Mini, ja, die jetzt da auch released wird oder schon mal ein paar so Daten durchgesickert sind, die soll wohl keine RAW aufnehmen und deswegen habe ich gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt wartest du nicht mehr, weil das war für mich auch ein wichtiges Kriterium. Und da geht's los. Wo darf man denn überhaupt noch fliegen? Und da kommen wir zu so einem Punkt, was wir ja schon vorhin schon drauf angesprochen haben. Sehr, sehr schwierig, weil mit der großen Drohne brauchst du erstmal den kleinen Drohnenführerschein. Das ist aber gar kein Problem. Da setzt du dir mal anderthalb Stunden hin, machst mal ein paar Fragen, probierst da ein bisschen rum. Aber macht euch erstmal den Test und meldet euch dann an zu der Prüfung. Es dauert so eine halbe Stunde, dann habt ihr den, kriegt ihr den ausgedruckt. Braucht ihr, wenn ihr zum Beispiel die R2S fliegen möchtet, braucht ihr den kleinen Drohnenführerschein. Ist aber kostenlos zurzeit noch, soll aber auch sein, dass der sogar noch irgendwann mal Geld kosten soll. Dann wird es auch wieder interessant, aber zurzeit ist er noch kostenlos. Und jetzt geht's los, jetzt hast du das Ding hinten im Rucksack, schleppst du 2 Kilo mit dir rum, ja, auf der Wanderung und dann stellst du fest, mein Gott, hier sind viel zu viele Leute, hier kannst du die Drohne eigentlich gar nicht starten lassen. Da bist du schon wieder zu dicht am Ortsrand dran und da bist du da nicht wieder und da siehst du alles wieder nicht und das ist ja ein teures Teil. Ja, willst du ja auch nicht gleich wieder alles kaputt machen an der Drohne. Ja. Und dann, was ist denn End von Lied? Du lässt sie hinten in deiner Tasche. Ja, und nimmst sie wieder mit nach Hause und hast du den ganzen Tag 2 Kilo mit dir rumgeschleppt, die du überhaupt gar nicht benutzt hast. Ja, manchmal schwierig. Aber die Sache tut euch selbst beantworten, weil gesagt, wer absoluter Drohnen-Fetischist ist und da wirklich auf Drohnen total stehen, der soll sich auf jeden Fall sich die beste Drohne holen. Ja, das ist ein riesengroßer Mehrwert, weil wie gesagt, da gibt es ja richtig Kracher. Aber wie gesagt, für mich reicht die kleine hier, ich denke mal, vollkommen aus. Vielleicht mache ich ein halben Jahr oder ein Jahr ein anderes Video und sage hier, ich habe es mir doch überlegt, weil die Qualität hat mir da einfach überzeugt. Ich habe da schon Videos gesehen, die sich da wirklich überzeugt lassen haben. Finde ich auch völlig okay. Ja, das muss jeder für sich selber wissen. Das ist nur meine eigene Meinung, die ich jetzt hier vertrete. Bitte akzeptiert es. Und wer da eine andere Meinung hat und sagt, hier Heino, du hast aber gar nicht überlegt, weil die kann ja das und das noch und da, der soll es bitte unten in die Kommentare schreiben. Würde mir echt interessieren. Ja. Und das sind Sachen, man muss einfach mal ehrlich mit sich selber sein und sagen, braucht man es oder braucht man es nicht. Und ich kam zu dem Entschluss, dass ich mir die Mini 2 hole und das Geld für irgendwas anderes investiere. Und ich denke mal, ich werde damit glücklich sein. Wenn nicht, dann kommt noch mal ein nächstes Video. Oder vielleicht kann mir der eine oder andere auch umstimmen und sagt, probier erst mal, hol dir mal oder leih dir mal die R2S aus und dann siehst du mal, wie überhaupt ein Unterschied. Kann vielleicht alles sein. Ich will das auch gar nicht beschwören oder dass ich mir nie so eine teure Drohne hole. Aber zurzeit bin ich hier mit der Mini 2. Denke ich mal, gut aufgestellt für das, was ich hier erreichen möchte oder was ich damit erstellen möchte, reicht es für meine Zwecke vollkommen aus. Und das soll es auch mit diesem Video hier gewesen sein. Wie gesagt, überlegt euch das gut, schlaft doch mal eine Nacht drüber, nehmt euch einen Zettel, schreibt mal alles nieder, wo er sagen tut, das ist mir wichtig, das ist mir vielleicht unwichtig, vergleicht es miteinander und kommt dann zu dem Entschluss. Entweder soll es die teure, muss ja nicht mal die teure sein, aber vielleicht die bessere sein. Oder soll es vielleicht doch lieber eine abgespeckte Version sein, weil ich vielleicht gerne wandern gehe und vielleicht nicht so viel Kilozahlen oder Grammzahlen mit mir rumschleppen möchte. Ja, das muss jeder selber für sich wissen. Ich wollte euch heute mal nur einen kleinen Gedenkanstoß geben, wie ich die Sache rangegangen bin oder wie da meine Herangehensweise war. Ich wünsche euch zumindest mal noch einen schönen Tag. Heute ist ja Feiertag, 1. Mai. Und wünsche euch, ich muss noch was vergessen, vergesst jetzt nicht, ab
Heute ihr müsst die kleine Plakette dran haben. Wie gesagt, die Registrierung für eure Drohne, die muss heute, ab heute unbedingt dran sein. Ab 1. Mai muss der die Drohne kennzeichnen. Nur mal als kleinen Tipp, wer es noch nicht gemacht hat, sollte es auf jeden Fall machen. Ich habe es bei mir auf den kleinen Akkus hier draufgesetzt. Ach, der ist jetzt noch nicht mehr hier. Auf jeden Akku draufgeklebt. Ja, und da habe ich jetzt die Nummer drauf. Wie gesagt, ganz, ganz wichtig. Ab heute muss die Sache gekennzeichnet sein, damit ihr weiterfliegen dürft. Schönen Tag wünsche ich euch. Abonniert meinen Kanal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ciao, Leute.